Platz. Und jetzt geht es wirklich ganz entscheidend zur Sache. Jetzt kommt Fevre, Schmid, die Ali Brandini und Panzero. Auf geht's, jetzt geht's um die Medaillenjagd. Jetzt heißt es Nerven bewahren, sofort den Rhythmus finden, Mut zum Angriff und sich nicht ausruhen auf 98 Hundertstel Vorsprung auf Blecki. So ist es. Der Weltmeister des Parallelwettbewerbs unterwegs. Riskiert da oben nicht alles. Nein, er riskiert nicht alles. Er fährt auf Zuge, probiert es. Das sind so 90%. Er riskiert nicht alles. Er sagt, es hebt er sich für den unteren Teil auf. So, aber jetzt wird er loslegen, aber er hat da kaum was verloren. Na, ein Hundertstel. Ja, ja. Die wollen wir ihm vergeben. Hat er das Thema, sondern den Energy nicht beibracht, den Bauch gefahren. Da hat er jetzt ein bisschen was verloren gegenüber Blecki, der hier phänomenal gefahren war in dieser schwierigen Passage. Aber viel ist es auch nicht, er bleibt schon dran. Also er versteht es immer noch, Geschwindigkeit aufzubauen. Das war der Fehler da, diese knapp 4 Zehntel. Aber das geht jetzt wieder. Schau, jetzt zieht er, jetzt wird er ein bisschen frecher. Jetzt traut er sich mehr zu, die Schwierigkeiten sind überstanden und jetzt geht es voll auf Angriff. Die letzten Meter jetzt nach unten, 85 ja, hat er rausgefahren, wird es die zweite Medaille für Mathieu Fevre. Drei stehen da noch oben, er kann eigentlich nur eine Medaillenchance haben, wenn grün aufleuchtet unten. So ist es und das leuchtet grün auf, denn er fährt auf Zug, er gibt Gas, dann fährt er mal besser als der Blecki, also der ist auf jeden Fall vorne, die Frage ist wie weit. Und es sind 87, Südfrankreich, Isola 2000 steht auf seinem Helm, da kommt er her. Und mit diesen eisigen Bedingungen hat er es geschafft, ist vorne mit dabei. Und das könnte die zweite WM-Medaille für Mathieu Fevre sein. Also damit hatte im Vorfeld auch nicht wirklich jeder gerechnet. Gerade wenn man so einen wie Pantero bei sich im Team hat, aber der kommt ja auch noch. Jetzt aber Daumen halten, zuvor noch für Luca De Alibrandini und als nächster Alexander Schmid aus dem Allgäu. Ja, jetzt haben wir den Fehler gesehen. Er ist hier hinten auf die Schiene aufgestiegen und konnte das gerade noch mal retten. Da bist du ganz schnell mal draußen aus dem Rennen. Also da ist er schon auch noch der Glückliche gewesen. Aber wie gesagt, das Glück muss man sich erarbeiten. Das wird dir nicht geschenkt. Ja, und das hat er mit vielen blauen Flecken erarbeitet, weil nämlich so wie der in die Tore reinfährt, ja, das lässt Erinnerungen wach werden an Hermann Mayer und Co. Also das war fulminant. Und genau das braucht jetzt auch Alexander Schmid. Voll wach sein. Genau das, was er im ersten Durchgang gezeigt hat. Nochmal auspacken. Der 26-Jährige aus dem Allgäu. Schon zweimal auf dem Podest gestanden im Weltcup und steht vor der zweiten Goldmedaille. Frankreich gegen Frankreich. Alexis Pantero, verzauber uns. Das macht er schon, keine Sorge. Schau, rund, ruhig. Ganz anders wie der Italiener gerade. Ja, jetzt war ganz kurz auf dem Energy. Ist er gewarnt? Genau, schau her. Ich hab's ja gesagt, der war Pantero voll ganz ist draußen. Mathieu Fevre ist das zweite Mal Weltmeister. Das, was niemand erwartet hätte. Nach dem Parallelwettbewerb, den er vor Zubzic und Meillard gewonnen hat, jetzt in der Mutterdisziplin des alpinen Skilaufs. Mathieu Fevre mit der Hand am Kopf, kann selber gar nicht fassen, ist Weltmeister vor Luca Di Alessandrini und Marco Schwarz holt noch eine Medaille für Österreich, die Bronzene. Was für ein Rennen, ausgerechnet Alexis Pantero, der bei den letzten Großevents Olympia Dritter, Weltmeisterschaft die letzte Dritter, patzt und lässt seinem Landsmann den Vortritt. Was für eine Geschichte. Ja. Mathieu Fevre, Respekt, Respekt, Respekt. Jetzt sehen wir den Energy-Fehler, der hat sich aber das blaue Tor davor angekündigt. Da war auch schon auf dem Energy hängen geblieben. Ich sagte noch, jetzt ist er gewarnt, aber dem war nicht so. Und wann haben wir Alexis Pantero mal ausscheiden sehen? Ausgerechnet jetzt. Die letzten drei Riesenslalom-Weltcups hat er klar dominiert, klar gewonnen. Und jetzt ist er der siebte, der hier in diesen Top 30 ausscheidet. Boah, ich brauche bald wieder ein Intravenös. Stefan Lutz damit übrigens siebter. Lloyd Meyer fünfter. Marco Schwarz mit der nächsten Medaille. Nach der goldenen jetzt die bronzene. Und damit wird auch Österreich weiterhin im Medaillenspiegel vorne bleiben. Aber das machen wir dann danach. Wir haben natürlich Michelle Gesine gerade gesehen, die jubelt. Das ist die Freundin und Lebensgefährtin von Luca Di Alibrandini.